Herzlich willkommen zurück zur Let's Play SimCity Städte der Zukunft. Mein Name ist Glabur, jawohl. Und wir gehen bei und hauen hier nochmal richtig in die Kacke und nehmen jetzt nochmal zweimal große Kredite auf, werden die Zeit stoppen und werde jetzt das erste große Gebäude bauen. Einfach, weil es schon gar nicht mehr anders möglich ist. Um hier ein bisschen mehr Geld einfach an Land zu bekommen, müssen wir das einfach machen. Okay, das geht nicht. Dafür müssen wir die normale Straße anscheinend nehmen. Da ist keine Straße. Hier könnten wir in dem Sinne auch noch. Muss man das machen? Warum nicht? Wenn du drei Eingänge hast zum Megaturm, ist es wohl eine ganze Ecke besser. So, weiter geht's. Mitten auf den Tunnel, da steht jetzt ein Haus. So. Hier, Einwohner, Einwohner, Einwohner. So schnell wie möglich. Und das Industriegebiet hier muss sich jetzt so endlich mal fertig werden. Geschlossen, wir brauchen Mitarbeiter. Hört auf rumzustöhnen. Hier sind die Straßen auf jeden Fall knallrot. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Aber das werde ich noch machen. Und dann haben wir das Problem auch nur beseitigt. So, was haben wir hier? Da haben wir gleich kein Eisenerz mehr drin. 3,8 Tonnen. Ja, aber Rohöl. Ich verstehe es nicht, warum. Ich mache 120.000 Bubble. 120.000 produziere ich pro Tag. Raff ich nicht. Ab wann dürfen wir. Wir haben jetzt insgesamt einen Verdienst von 6.000. Wir brauchen unbedingt 12.500, dass wir eigentlich diese Maschinen daran bauen können. Und dann sollte das nämlich auch beseitigt sein. 2,5. So. Voll. Ja, schön, ja, schön, ja, schön, ja, schön. Noch ein Apartment obendrauf. Das bringt doch gleich noch mehr Mitarbeiter und Steuern. Mehr Steuern, mehr Geld. Das wollen wir. Ja, was macht meine Bildung? Wir kriegen die Technikstufe nicht hoch, Leute. Es ist doch echt grauenvoll. Wir können jetzt hier das schöne Bürgermeisterhaus, was ja das Wichtigste von allen ist, können wir jetzt hier hinsetzen. Jawohl. So. Ja, jetzt geht's doch jetzt so langsam nach oben, der Verdienst, ja. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie schnell sich die Kacke füllt. Apartment füllt sich. Jetzt. Jawohl. Uns geht es ganz gut. Ja, das freut mich, dass es euch ganz gut geht. Darauf hauen wir jetzt auch sofort noch eine Marktetage der unteren Schicht. Zack. So. Dass man jetzt hier so langsam hier mal richtig an die Kohle schöffelt hier. Kohle, 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 Kohle brauche ich. Noch frisst uns das Öl auf. Noch, wohl bemerkt. Müssen nur zusehen, dass dieser Turm jetzt richtig fett Profit macht. Erstmal nur Sachen bauen, was Geld an Land kriegt. Und dadurch sollte das Problem dann vorbei sein. Wir sind nämlich jetzt schon bei 8.000 Ausgaben, 1.600 Einnahmen, 2,4. Noch machen wir Gewinn. Die Marktetage, das dauert einen Augenblick, bis da die Leute schön shoppen gehen. Und uns auch Geld einbringen. Geld. Money, 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 money. Wir brauchen mehr Käufer, um Gewinn zu machen. Ja, das ist logisch, du kleines Arschloch. Ja. Es dauert wohl einen Augenblick, bis du damit Geld machst. So. Wir hauen jetzt auch gleich hier oben Apartment Stufe 2 drauf. Robums. So. Was hat das Bildung für ein Problem? Arbeiter gebraucht. Oh mein Gott.
Also jetzt kommen alle Probleme hier auf den Schlag. Wir dürfen hier mehrere Sachen irgendwie gerade updaten. Wir dürfen dieses hier updaten. Sehr schön. Dann dürfen wir das hier updaten. Sehr schön. So, dann kommt hier erstmal die schöne Fahne vorne vor die Haustür. Auch sehr angenehm. So, weiter geht's. Los, bau das Ding da fertig. Ich will jetzt hier meinen Megaturm endlich stehen haben. Jächen, Jächen. Das Apartment ist voll, das ist auch voll. Da kommt jetzt so langsam hier Einkommen. 800, Ausgaben 730. Neues Apartment ist auch voll, uns geht es ganz gut. Das ist super geil. So. 3650 Ausgaben, Einnahmen 5000. So kommt man jetzt so auch ans Geld. Uns geht's ganz gut, Mama. Jächen. So. Dann haben wir hier gleich nochmal. Warum braucht man denn eine Büroetage? Für die untere Schicht, glaube ich, brauchen wir Arbeitsplätze, ne? Ne, offene Stellen. Wir haben zu viele offene Stellen. Da haben wir auch offene Stellen. Und hier haben wir auch offene Stellen. Alles klar. Also haben wir hier jetzt gleich nochmal ein Apartment drauf. Bau beginnen. Robums. So. Dass man jetzt hier erstmal vorankommt. Das Ding läuft auch. Und dass wir das Ölkraftwerk erstmal hier abstellen. Das ist das nächste. Hier macht's gleich. Boom! Los, knall, Baby! Und es knall. Frohes Neues! Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das ist genauso wie letztes Mal. Das kriegt man nach und nach auch abgestellt. So, hier gehen auf jeden Fall die Leute wieder zur Schule. Technikstufe kriegen wir einfach nicht höher. Gut, was halt so ist, ist halt so. Na komm. Lass doch da jetzt Leute endlich einziehen. Uns geht's ganz gut. Das freut mich. So. Eine Service-Etage. Ah, kostet 1800. Wir wollen ja erstmal Gewinn machen, würde ich sagen. Wir hauen. Das muss ich mal gerade überlegen. Wir haben ja hier die Marktetage. Die muss ich mir erstmal nochmal gerade angucken. Die ist voll. Okay, dann. Gehen wir jetzt einfach nochmal nach der Statistik. Hier hätten wir schon Arbeitslose. Hier hätten wir immer noch offene Stellen. Also hauen wir nochmal mittlere Etage drauf. Apartment, Baubeginn. Sehr schön. So. Nur so klappt's. Updaten. Jawohl, hier einen fetten Brunnen vorne hin, ja? Dass ihr euch alle auch waschen könnt. Dann brauche ich nämlich kein Wasser mehr für euch. Wasser ist sobald auch schon wieder ein Problem. Kakalakak. Ist okay. Müssen wir jetzt hier bald Wasser vergrößern. Jetzt sieht man es. Oh, es wird blau. Das ist schön. Ne, die für 60 brauchen wir nicht. Wir nehmen die für 30.000. So. Dann haben wir nämlich hier gleich Wasser auch gleich wieder versorgt. Kakelakack läuft auch. Sehr schön. Läuft doch. Es läuft, es läuft. Jetzt fängt es an, dass es vorangeht. Feuerwehr und so meckert natürlich alles noch. Omega hat 80% Industrie, 14% Gewerbegebiete. Das wird irgendwann auch noch beseitigt, das Problem. Jetzt könnte der Wind mal wieder drehen. Am besten so rum und alles nach hier. Ja, dass wir die Keime aus der Stadt kriegen. Da geht gar keiner rein. Da waren 30 gestern. Das Gebäude hat sich wohl nicht ganz so gelohnt. Ja gut, hier waren ein bisschen mehr. Naja, gut. So, wie sieht's hier aus? Uns geht's ganz gut. Das freut mich. So. Jetzt will ich mal überlegen, ob wir noch eine Marktetage von denen da drauf bauen. Dass die in dem Sinne. Wir wollen einen Park oder eine Marktetage. Ja gut, dann kriegt ihr eine Marktetage. Das ist dann das, was ich auch wollte. So.
Dann ist das Problem nämlich auch beseitigt, wenn wir die Marktetage darauf geklatscht haben. Und die macht ja auch Geld. Ne? Die Marktetage macht einen Gewinn von knapp 700. Und Profit jetzt schon 2000. Also das, der ganze Tower macht jetzt ein Gesamteinnahmen gestern von 21.000. Also es läuft. Also der Profit ist nicht schlecht. Das muss man jetzt wirklich mal sagen. Ja, und 9.000 die Stunde haben wir jetzt auch schon. Trotz Kredite, die uns 2.000 die Stunde auch nochmal kosten. Also wären wir bei 10.000 die Stunde. Passt. Bin ich ganz ehrlich. Ist vollkommen okay. Nur was mich halt noch ein bisschen stört, ist das mit der Technikstufe, dass wir die einfach nicht nach oben bekommen. So, wir brauchen mehr Käufer. Ja, das kommt. Bleibt ganz geschmeidig, mein Freund. So, eine Etage könnten wir noch drauf bauen. Da würde ich nochmal so eine... Und dann später die... Ja, Maximum auf Höhe. Das wird ja noch kommen. Und dann bauen wir nochmal eine Markt... Nochmal eine Apartment da oben drauf. So. Und dann wird dieser Tower hier gleich richtig fett Gewinn einschreiben. Noch macht er Minus. Aber das sollte sich gleich lösen. Das Problem. Boah, was sich das hier staut. Ich muss dann bald anfangen, die Straßen abzudaten auf jeden Fall. Dass wir hier auf dreispurig gehen. Gerade hier im Tunnel. Da wird es wohl allerhöchste Zeit. Was wird uns denn das kosten, den Tunnel auf dreispurig abzudaten? 13.000. Ja, leckt mich fett, Alter. So. Na, dann haben wir den schon mal ein bisschen geupdatet. Damit sollten wir den Verkehr etwas flotter auf den Weg kriegen. So. Und dann ist der Megaturm erledigt, oder? Ja, Dachetage. Luftreiniger ist noch nicht genehmigt. Sonnenenergie ist genehmigt. 60.000 müssen wir dafür sparen. Das sollte wohl gleich soweit sein. Bei 11.000 die Stunde. Sieht doch jetzt gut aus. Haben wir unser Problem mit dem Megaturm in dem Sinne gelöst. 9.200 ist der reine Gewinn. Und 9% nur Gewerbegebiete. Ja, wir müssen auf 12.500 kommen, dass wir endlich mehr updaten dürfen. Unsere Müllhandel kriegt so langsam auch ein Problem. So. Dass die hier mal volle Pulle arbeiten. Naja, die 25 gebe ich jetzt nicht aus. Ja, hier haben wir den Verkehr am Tunnelausgang auf jeden Fall beseitigt. So, wenn wir das später dann auch noch updaten, den hier, dann haben wir das Problem da auch beseitigt. Aber erst will ich die Solaranlage oben drauf bekommen. Ja, die Marktetage ist voll, macht auf jeden Fall ab jetzt Gewinn. Und die Marktetage ist auch voll. Also wir haben es wirklich geschafft, dass der Megaturm, was macht er jetzt? 12.586 reinen Gewinn. Also... Einnahmen die Stunde. Das sieht doch schon gut aus. Das sieht richtig gut aus, finde ich. Ja, gleich die Solaranlage drauf. Dann können wir das Kraftwerk hier abreißen. Wieder weniger Öl einkaufen. Und dadurch auch wieder mehr Geld. Also, perfekt. Was wollen wir mehr? Wie viel Strom verbrauchen wir zurzeit? Wir haben Stromverbrauch von 200 Megawatt schon. Leck mich fett. Das kann doch nur ein Scherz sein, oder? Also brauchen wir das Ölkraftwerk trotzdem noch? Eieieiei, was verbrauchen wir denn schon an Strom, ey? Leckt mir die Kohannes. 106.000 Einwohner schon. So, Bildungsladen, Industrie, Schüler und Studenten.
3000 gesetzlich angemeldet, nur 1000 nicht angemeldete, 1000 Sims. Warum sind 1000 Sims nicht angemeldet? Also in den Wohngebieten gibt es überhaupt auf jeden Fall alles mit den Sachen. Hier können wir nochmal updaten. Ich weiß, dass es hier Klinikum Probleme gibt. Aber ich gehe jetzt mit Sicherheit nicht bei und haue da die Kohle rein. So. Jetzt möchte ich gerne die Solaranlage haben. Baubeginn. So. Und dann fehlt nur noch ein 10er Region auf der ganzen Welt, die wir hier haben. Und dann haben wir 400 Megawatt mit einer Solaranlage. Das hört sich doch schon mal richtig gut an. Würde ich wohl mal sagen. Dann haben wir das Problem nämlich auch so gut wie möglich beseitigt. 82%. Die Zufriedenheit geht natürlich jetzt rapide in den Keller gerade. Da wir einfach nicht genug, wie soll man sagen, Klinikums haben, etc. Da oben haben wir einfach keine Feuerwehr. So. Na komm, was soll denn das jetzt? Dachetage, da sieht man. Ein einziges brauchen wir noch. Wenn wir ein einziges noch haben, dann kommt Energiequote mehr. Aber die lädt sich jetzt gerade auf, die Lichtzellen. Das werden wir jetzt ein bisschen beobachten. Natürlich ist der Verdienst vom Megaturm jetzt ein bisschen zurückgegangen, weil die Dachzelle kostet uns Ausgaben die Stunde 1200, macht aber 200 Megawatt. Als Beispiel, uns kostet das Ölkraftwerk Ausgaben in der Stunde 2041. Ja, jetzt kann es Tag werden. 4 Uhr. Jetzt steigt die Technikstufe auf einmal wieder. Also, ganz komisch. Los, komm. Jetzt wird's Tag. Oh, da ist wieder was explodiert. Technikstufe steigt auf jeden Fall. So, Lichtzellen laden sich auf. Plus 160 Megawatt. Also das ganze Ding macht jetzt 360 Megawatt. Wie viel brauchen wir? 211. Reicht. Wir stellen das Ölkraftwerk ab. Tschüss. So, haben wir noch 148 Megawatt über. Das sind in dem Sinne die 160, die wir hier haben. Wenn jetzt noch einer in der Region, ich weiß nicht, wenn ich nächstes Mal online komme, wird wohl einer in der Region noch eine Solarzelle gebaut haben. Dann haben wir 200 Megawatt und dann sollten wir erstmal damit eine ganze Zeit auskommen. Und die Umwelt wird jetzt hier auch ein bisschen geschont durch das Abschalten des Dingen. So, dann werden wir jetzt noch beigehen und endlich auf das gute Stück hier gehen. Nur ich weiß noch nicht wirklich, wo ich das hinbauen soll. Wir könnten das hier hinbauen. Da wird es auch gar keinen stören erstmal. So. Dann können wir erstmal hier noch einen zweiten Verbrennungsofen ranklatschen. So, erforschen. Update Stufe 2. Ja, machen wir doch glatt. Ja, Update läuft schon. Und schon haben wir den Kram jetzt auch. Ja, das muss ich doch jetzt erstmal ausbreiten. Bleib doch mal geschmeidig, du. Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Die machen ja hier einen Stress. Was ist los hier? Mangel an Arbeitern. Ja, bleib doch ruhig. Ich bin gerade richtig gut zufrieden, Mann. Ich habe 115.000 Einwohner. Vor zwei Folgen hatte ich 20.000. Ich habe 100.000 Einwohner in zwei Folgen reingeholt. Ja, und die fangen da so ganz langsam an zu arbeiten. Wir kriegen hier so ein bisschen Energie und reicht doch. Ich finde es vollkommen ausreichend. Später können wir dann hier die Müllverbrennungsanlage daran klatschen. Ja, hier brennt es anscheinend. Sehr schön. Ich bin vollkommen zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben aus einem
dass wir kein Geld mehr hatten, in dem Sinne immer mit dem Öl so ein bisschen rumgedrömelt haben, haben wir es wirklich geschafft, was rauszuholen. Das Eisenbergwerk wird gleich stehen, einfach aus dem Grund, da wir das Lager schon voll haben, was aber in dem Sinne nichts ausmacht. Ich will ja das ganze Eisenerz nicht gleich durchhauen. So, Technikstufe haben wir, Stufe 1 jetzt endlich erreicht. Und wenn die Bildung so bleibt, ja, die Bildung sinkt wieder. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich werde jetzt hier noch ein... Dürfen wir nicht? Verstehe ich nicht. Wir bauen da mal noch ein Bildungsgebäude mit ran. So. Dass sich das da... Ich habe noch nie gesehen, dass das so schwul da bleibt. Da ist wohl gerade mal ein Bug. Mein Schulgebäude steht da drin und die haben gerade gebaut. Naja, egal. Ja, das nächste wird jetzt auf jeden Fall sein, dass wir erstmal diesen Tunnel jetzt hier updaten. Weil der verursacht noch einen extremen Stau. Hauptverkehrs mit hoher Dichte. Das Teil ja auch updaten. Und dann gibt es hier zum Beispiel ein kleines Verkehrschaos. Da. Weiter hat er den jetzt geupdatet. Perfekt. Da. Dass wir hier... Oh, da haben wir schon mit Straßenbahn gebaut. Upsala, das war nicht so geplant. So, Leute. Nee, hier haben wir noch eins. Und hier. Ne, jetzt haben wir hier auch schon mit Straßenbahn gebaut. Egal. Hier haben wir noch ein kurzes Stück. Machen wir auch mal gleich mit Straßenbahn fertig. So. Aber warum staut sich das hier so? Weil die alle hier in den Tunnel wollen. Und ich da auch noch eine Kreuzung in dem Sinne reingebaut habe. Aber eigentlich können die doch so weiterfahren. Ja, finde ich jetzt nicht so tragisch. Ich hoffe, das war jetzt da den... Dass sich das hier gleich ein bisschen lichten wird. Das Verkehrschaos. Und hier haben wir... Voll abgedatet, ja. Alle... Hier haben wir auf jeden Fall alles vernünftig gemacht. Mit Straßenbahn brauchen wir noch nicht. Hier haben wir aber nicht. Gut, jetzt aber haben wir. Mit Straßenbahn brauchen wir noch nicht. Gut. Haben wir das nämlich auch. Weil ich finde, dass... Das Komm, wir machen jetzt hier gleich die Straßenbahn mit ran. So, dann habe ich das nämlich hier auch schon mal. Und dieses Stück hier können wir auch gleich mit Straßenbahn machen. So. Können wir nämlich schon mal so langsam auf die Straßenbahn hier einfach gehen. Upsa, was habe ich jetzt gemacht? Brrr. Dahin. So. Ich weiß, ich schleudere gerade übelst die Kohle raus. Aber mir geht's darum, dass ich gleich das Verkehrschaos hier wirklich beseitigen kann. So. Jetzt werden wir wieder ein bisschen warten.
Weil dann machen wir hier weiter, dann hier weiter. So. Und so. So. Dann haben wir nämlich das mit der ganzen Straßenbahnkacke. Ne, hier unten noch. Ja, und dieses kleine Stück hier können wir wieder nicht updaten. Ah, Maxi, bitte. Das hier reicht doch. Warum gar nicht? Schlagzeile! Ich brauche das P-Haus, das P-Haus, das P-Haus. Wo ist es? Da ist es. Nein. 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 Ins Industriegebiet. Das war's? Oh nein. Da, 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 da. Ach du Scheiße. Katastrophe, Leute. Katastrophe, Katastrophe. Wir haben eine Katastrophe. Wir haben hier. Ich hab wohl Scheiße. Ich das ja wohl. Oh Leute, die Leute, die Folge geht schon 26 Minuten. Ich sag wieder vielen Dank fürs Einschalten bei SimCity. Ja, ich werde beim nächsten Mal wieder aufnehmen. Werde jetzt erstmal eine kurze Pause machen. Mittwoch bin ich wieder online. Wenn ihr mitspielen wollt, dann seid Mittwochabends da. Dann gehe ich spielen. Und wer mitspielen möchte, nicht schreiben, ich möchte mitmachen, sondern schreibt euren Orange-Namen oder schreibt mich an Blade24459. Bis zum nächsten Mal, euer Glabur. Ciao, Lowie.